dem Lazio Nero, dein Verein. Das war eine fantastische Stadt und fantastische 5 Jahre. Ich freue mich unheimlich, dort wieder zurückzukehren und dass wir einen fantastischen Abend haben werden mit dem super Fußballspiel. Wir waren ja mitten im Training. Die Spieler, die ein bisschen ausgelaufen sind, wo am Tag zuvor gespielt haben, die haben geschaut auf dem kleinen Bildschirm und ja, dann habe ich schon sofort mitbekommen, Lazio Nero, dein Verein, und ja, habe mich unheimlich gefreut und irgendwo habe ich es gehofft, dass es dieser Verein wird und dass ich in diese Stadt zurückkommen kann, und ja, bin unheimlich froh, dass es passiert ist. Alle Freunde, die noch in Italien sind, die Mitspieler, die noch in dem Verein sind, es haben unheimlich viele geschrieben und es hat ein bisschen gedauert, bis ich da auch jedem zurückgeantwortet habe. Natürlich waren das überragende 5 Jahre und ganz viele wunderschöne Momente. Dieses Derby im Pokalfinale, wo wir dann 1-0 gewonnen haben, das, was man nach diesem Spiel erleben durfte, so viele Leute auf einem Haufen, habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen. Nach der WM 2014 vergleichbar, wirklich ganz viele Menschen auf den Straßen und Fans haben gefeiert, Fahnen wurden geschwenkt und das war unglaublich. Also es war eine überragende Stimmung und das sind Momente und Bilder, die man nicht mehr vergisst. Allgemein in dieser Stadt lebt man wirklich Fußball, weil man AS und Lazio in der Stadt hat und da geht es quasi die ganze Zeit nur um Fußball. Und auf dem Trainingsplatz, wenn man da mit der Mannschaft zusammen ist, es ist eine lockere Atmosphäre, aber das wird dort anders gelebt. Also die Freundschaft, diese Unterhaltung, einfach das Leben zu genießen, das habe ich dort gelernt, dass es Priorität hat. Ja, und ich mich da auch in gewisser Weise umstellen musste, aber das war schön, das war sehr lehrreich für mich auch. Und, ja, wie gesagt, das war eine fantastische Stadt und fantastische 5 Jahre. Bayern München, das kann man nicht mit Lazio vergleichen, weil es ganz andere Spielertypen auch sind und ganz andere Denkweise auch von den Trainern, die sich gegenüberstehen. Ich würde nie den Fehler machen, die Mannschaft jetzt klein zu reden, weil ich bin davon überzeugt, dass es eine sehr gefährliche Mannschaft ist, so wie sie Fußball spielt. Ich habe viele Spiele gesehen von Lazio in dieser Saison. Und natürlich haben die ihre Stärke mit Kompaktheit in erster Linie dann zu stehen und ein bisschen im Umschaltspiel bei Ballgewinn, das ist ihre Stärke. Aber punktuell auch natürlich auch mit ein bisschen Pressing zu spielen, ja, dass sie die Gegner auch mal ansatzweise und punktuell anlaufen. Also ich glaube schon, dass sie sich ein bisschen zurückziehen werden gegen uns. Also davon bin ich überzeugt. Und dann in den Umschaltmomenten ihr Glück zu suchen auf den beiden Außenbahnen, haben sie laufstarke, schnelle Spieler. Das wird so ein bisschen gefährlich sein. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir da einen guten Tag haben, bin ich davon überzeugt, dass man den Unterschied auch sehen muss auf dem Platz. Ihn zeichnet aus, dass er sich die Tore erarbeitet. Ja, er ist unheimlich viel unterwegs und macht Tiefenläufe, geht gegen den Ball, lässt klatschen, geht wieder tief, läuft quer und dann geht er tief, hat viele Facetten, um den 16er herum gefährlich zu werden und wird auch ganz oft auch dort in diesen gefährlichen Zonen angespielt. Und ja, ich glaube, dass er auch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit hat vom Tor, also lässt nicht viele Chancen liegen. Ja, also ist sehr treffsicher und ja, man muss sich nur die Quote im letzten Jahr anschauen mit 36. Also das macht man nicht einfach so in Italien, weil es sehr viele Mannschaften auch defensiv spielen und da muss man schon eine gewisse Qualität haben, um so viele Tore zu machen. Es ist Champions League-Spiel. Es wird, glaube ich, auch ein enges Match sein. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir da einen guten Tag haben. Schwächen, glaube ich, da können wir nach dem Spiel sprechen. Sicherlich haben wir einen gewissen Plan, wie wir Lazio bespielen können. Aber
das muss immer noch funktionieren. Also das ist alles momentan Theorie. Die Jungs müssen es umsetzen und schauen mal, wie sie es machen. Ich freue mich unheimlich, dort wieder zurückzukehren. Und ich glaube, dass wir einen fantastischen Abend haben werden mit dem super Fußballspiel. Und ich hoffe natürlich mit dem Sieger Bayern München, das ist klar.